ich bin's wieder, euer Ötzi Clash gnadenlos mit einem neuen Video, Es geht heute, es ist heute romantisch, es hat was mit Liebe zu tun. Freut euch auf das Video. Ich guck gerade, 153, Level 153, Ötzi farmt das Update, er farmt es. Ich habe 8 Millionen. Ich habe eben gerade vor ein paar Minuten habe ich 2 Bauarbeiter dazugekriegt wieder. Und ich kann wieder was starten. Aber ich habe mir vorgenommen, die Magiertürme zu machen. Ich habe jetzt eigentlich schon angefangen. Da könnt ihr mal kurz gucken. Zack, der ist am Arbeiten. Da mache ich den zweiten. Ich habe schon 8 Millionen. Naja, es ist brutal. Das Update ist schon fett brutal. Da sage ich euch gleich noch was zu dem Update. Supercell. Supercell, mein Freund. Supercell, mein Freund. Mein lieber Freund. Das Update ist richtig geil. Richtig fett. Die Truppen, die Luckys, die Hexen, weiß der Geier was. Die Truppen, die Magiertürme. Alles ist perfekt. Ist richtig gut. Also, man kann das farmen. Man kann sich Zeit lassen. Aber was hast du mit diesen hässlichen Schildsystem mit dem Dorfschutz mit, Alter, ich habe zwei Tage lang habe ich kein Schild bekommen. Ich habe über 2000 Pokale Dev Plus gehabt. Alter Schwede, kommt ihr noch klar, Supercell? Also ich habe euch geschrieben, Supercell, überlegt euch da was, das ist unfassbar, Alter. Ich gehe deffen, ich krieg keine Dev, ich freue mich. Alles klar, dass ich keine Death bekommen habe. Ich kann jetzt weiter farmen. Was passiert, Alter? Sagt er, weil du eben kein Shit bekommen hast, musst du wieder auf Pause machen. Ich mache wieder Pause. Was passiert? Nach 10 Minuten, nach 15 Minuten? Oh, wir freuen uns, dass sie ihr Dorfschutz wurde aktiviert. Ihr Alter. Supercell, Digga, überlegt euch da was. Erstens ralle ich das nicht, was ihr damit meint, mit diesen scheiß Schutzen und so. Und dann kommt noch eine Nachricht, ich bin für meine Gebäude zu gut, für diese Liga, und ich soll höher gehen. Alter Schwede, verdammte Axt nochmal, verdammt, regt mich nicht auf. Regt mich nicht auf, regt Ötzi nicht auf, sonst dreht er durch, so wie gestern. Gestern habe ich mich aufgeregt. Aber das wissen nur die Leute. Meine guten Freunde wissen das. Ich wurde gestern zum tasmanischen Teufel. Tasmanischen Teufel! Danke, Festeck. Yo, alles Boogies. Wir schicken mal Boogies, meine Damen und Herren. Er will Loons haben. Verdammte Axt! Wir haben keine Loons. Ich will euch von unserem ersten Clan War was zeigen. Richtig fett, alter Schwede. Ich habe mich totgelacht. Wir hatten Krieg gegen irgendwelche Chinesen. Kein Plan. Ich gucke noch mal schnell kurz. Feindliches Team. Wie heißen die? Schnihau, Fau, Kau, Blau. Mau. Einer heißt Mac, einer heißt Oshiku. Der eine heißt Chika, Brooklyn, Bray und Oshiku. Vielleicht sind das Japaner. Kann sein. Jungs, richtig fett, Alter, das ist richtig geil. Ich habe den ersten Platz gemacht mit Hatagram. Bester Kleinangriff, da steht 66%. Ich weiß, jetzt hat den, glaube ich, Bushi angegriffen. Ich weiß gar nicht, wen ich. Ich glaube, ich habe die 2 und die 4 platt gemacht. Ich gucke nochmal schnell. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Auch Bushi. Bushi? Bumet? Mat? Oder haben die nochmal, ja, die haben nochmal Bonus geholt, glaube ich. Ich habe die 1 und die 2 platt gemacht. Und bei der 2 ist was richtig Lustiges passiert, Jungs. Das müsst ihr euch angucken. Einfach angucken, meine Freunde. Wir drücken auf Stopp. Zack. Wir drücken auf Stopp. Ja, Jungs. Anti-Zweierdorf. Ihr seht, ich habe meinen Namen geändert. Hatagram TM. Damit ihr das jetzt auch lesen könnt, wenn ich mit Android aufnehme, also mit meinem MacBook. Habe ich mir mal gedacht, ja, aber ich kenne das Dorf, haben ganz viele, ich weiß genau, wie man das Dorf platt macht. Man macht hier, macht das Dorf auf, hier, hier und hier, wenn es geht, aber den habe ich eben nicht gereiht.
Soweit so gut, Jungs. Soweit so gut. Ihr seht, ich habe den Warden auf 5. Warden, Grand Warden, der Magier Babbo. Ich nenne ihn den Magier Babbo, den Wächter Babbo des Jahrhunderts. Alter, guckt euch das an. Ich habe zweimal Gift dabei. Ich hab, weiß gar nicht wieso, weshalb, aber ist egal. Wir drücken mal auf Start, dann seht ihr das. So, jetzt seht ihr gleich, wie ich hier versuche. Ich weiß genau, dass hier die Sprungfallen sind. Darum setze ich nur einen hier rein, zack, damit der hochgeht. Und dann gleich drei hinterher. Da seht ihr das. Zack, das Loch ist auf. Und jetzt werde ich hier aufmachen. Ich werde hier aufmachen. Ich habe es geschafft. Aber weil mir die eine gefehlt hat, kann ich hier leider kein mehr machen. Aber es ist egal. Ich werde jetzt hier den Sprung setzen, wie ihr gleich seht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich den Sprung setze. Und dann natürlich schicke ich dann meine Magier los, so wie ihr seht. Und dann nochmal den Pekka. Magier hinterher. Nochmal ein Pekka. Und dann geht's ab. Dann geht die Party ab. Dann geht die Party ab. Guckt euch das an. Ich mach, drück mal schnell auf Stopp. Die hässliche neue Verteidigung ist aufgegangen. Der Kopf hat ist nach hinten gegangen und hat dann die Kometen und die Laserstrahlen losgeschickt und wird mich versuchen zu zerfetzen. Zu zerfetzen. Aber Ötzi ist unzerfetzbar. Ötzi ist krass. Krass ist er einfach nur ein brutaler Macker. So. Wir machen weiter. So, jetzt gehe ich rein. So wie ihr seht, ich versuche alles platt zu machen. Ich warte mit dem Grand Warden. Ich warte mit ihm einfach nur. Ich verdammte Axt nochmal. Ich warte. Jetzt kommt der hässliche Hund raus. Ich vergifte ihn. Doppelgift in sein Gesicht. Da kommt der Grand Warden. Zack, wir drücken wieder auf Stopp. Wir gucken uns den mal an. Guckt euch den Radius an. Dieser Radius ist fett, brutal. Brutaler geht's kaum noch. Und bei Level 5 kommt seine Spezialfähigkeit. Für ein paar Sekunden werden alle zu Feuer, Lava, Ungetüm und machen alles platt. Rasieren alles Wut-Style in der Haus. So, jetzt drücken wir weiter. Jetzt drücken wir weiter. Natürlich werde ich jetzt den Grand Warden jetzt ziehen. Zack. Ich hab ihn. Und er kann über die Mauern springen, so wie ihr gleich seht. Er springt über die Mauer. Zack. Ich drück auf Stopp. Der Grand Warden ist klug, geht in die Mitte. Die Königin, natürlich ist behindert, ist wieder links und rechts gegangen, ist nicht in die Mitte gegangen. Der König ist immer so ein Macker, der König guckt nicht nach links und rechts. Er scheißt dann auf alles, er scheißt dann auf die Königin, er gibt immer Vollgas und will immer alles zerstören, so wie ihr seht. Und da habe ich auch richtig Glück gehabt, dass er dann die Mitte, das Rathaus platt gemacht hat rasiert. Aber die Königin ist zu dumm, die ist jetzt von Mauern umzingelt. Sie ist von Mauern umzingelt. Jetzt drücken wir weiter. Guckt euch das an. Die Königin kann jetzt nichts mehr machen. Sie kann nichts mehr machen. Ich mach mal zack. Ah, jetzt habe ich das verpasst. Verdammte Axt nochmal. So wie ihr seht, der Grand Warden hat vorne die Verteidigung angegriffen. Die Verteidigung angegriffen. Also die Death. Den Hund angegriffen. Der Grand Warden geht zurück. Verdammte Axt nochmal. Er geht zurück, um der Königin zu helfen, die Mauer aufzumachen. Verdammte Axt nochmal. Alter, Grand Warden, du Casanova. Du Playboy 51. Alter, was bist du? Du bist brutal. Du bist ein Hengst. Er ist scharf auf meine Queen. Sie haben sich gestern getroffen. Die Königin ballert auf die Mauer und der Grand Warden ist vorne, sieht die ganzen Devs, ballert nicht auf den Dev, ballert nicht auf den Hund, sondern geht zurück und hilft meine Königin. Verdammt, sag's nochmal, guckt euch das an. Alter, wie geil. Alter Schwede. Alter geilster Grand Warden. Und dann geht ihr hinterher und beschützt sie. Verdammte Axt, ist das geil? Ist das geil? Grand Warden, ich mag dich, mein Freund, aber lass meine Königin in Ruhe. Das ist meine Milf. Sie ist 40. Such dir was Jüngeres. Such dir vielleicht irgendein. Wie heißen die Viecher?
Wie heißen die Valkyrie? Mach eine Valkyrie klar! Auf Level 3 oder 4! Aber lass meine Königin in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Richtig geil, Alter. Wir müssen uns das nochmal angucken. Ganz schnell, ganz schnell. Ich zeig euch das nochmal, wie er zurückgeht. Wie er zurückgeht. Natürlich machen wir schnell Durchgang jetzt hier. Zack. Wir machen schnell Durchgang. Ich mache hier alles auf. Ich renn rein. Gib jetzt Gas. Ich gebe Gas. Ich muss jetzt genau drücken. Ich muss jetzt warten. Der Grand Warden kommt. Zack, zack. Guckt euch das an. Er geht runter. Er schießt. Er geht nochmal runter. Und dann geht er zurück, weil die Königin auf die Mauer ballert. Und hilft meiner Königin. Dieser Charmeur, dieser Casanova. Alter, ich will nicht wissen, was der bei Level 20 alles kann. Was? Er kann bei Level 20! So, jetzt gucken wir uns nochmal ein, zwei Kämpfer an. Alter, richtig geil. Ich fand das so lustig. So lustig. Das ist das erste Mal, dass ich beim Kampf gelacht habe, Alter. Ich so, wieso? Die anderen sind auch durch. Die haben gesagt, Alter, wieso schießt der nicht weiter auf die Verteidigung von dem Magga? Und geht zurück, um das Ding Platz zu machen, Alter, fett. Welchen Kampf gucken wir uns nochmal an? Welchen wollen wir uns angucken? Wir gucken uns einen Dreier an von unten. Wir haben auch Rathaus 9er kämpfen lassen diesmal. Wir gucken mal, Billo hat hier den Platt gemacht, dann hat hier Quetz Mechanics. Wir gucken uns Billo an. Billo, mein Freund, Billo hat, Alter, mit, jo, er hat keinen König dabei, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig bei diesem Dorf. Er hat 860.000 Magier gesetzt, der Billo Gaming, und was sind das, vier Packers, eine verdammte Axt nochmal. Er will das Dorf vergewaltigen, er will Ray rasieren, will platt machen und wird auch das Dorf platt machen. Wie gesagt, Supercell, meine Freunde, Supercell. Bitte ändert bei diesem Dorfschutz-Scheiß-System, Alter. Wir wollen keinen Dorfschutz haben, Alter. Behaltet euer Dorfschutz. Behaltet es einfach, Alter. Das ist die größte Scheiße, die es gibt. Vielleicht ist das ja, wenn du bei Titan bist, gut und beschützt dich vor irgendwelchen Sachen. Aber für die Leute, die farmen, ist das überhaupt nichts. Ist das der Tod? Ist das der Tod? Man muss so lange warten, bis man vergewaltigt wird. Ist das denn euer Ziel? Ist das euer Ziel, dass wir geballert werden? Unbedingt, dass wir dann ein Shit bekommen und dass wir dann in Ruhe schlafen können. Ich habe genau 2500 Pokale gemacht in einer Nacht. Verdammte Axt nochmal. Eine Nacht. So, ist scheißegal, welchen gucken wir uns jetzt an. First Deck, mein Freund. First Deck, wir gewinnen es. Einen Kampf noch angucken und dann ist das Video auch zu Ende. Dann wird es zu Ende sein. Das Casanova Video ist zu Ende. Grand Warden, der Schlingel, der Playboy geht immer hinter der Königin her, immer hinter den Zipfel. Ich hätte mir gewünscht, dass der König auch so ein bisschen klüger wäre, dass er auf Frauen steht, aber ich glaube, er ist andersrum, anders gepolt. Jetzt wissen wir, König geht immer nach vorne, immer am Rennen und ihn interessieren keine Frauen. Er ist ein Krieger, aber unser Grand Warden, er ist ein Frauenheld. Er schießt sein Laser oder sein Zauberstab richtig weit. Zauberstab, Mann. Du kleiner Ferkel, meine Fresse nochmal, wo ich gesehen habe, wie du meine Königin angemacht hast. Ich wollte dich schlagen, aber du hast Glück, dass du zu meiner Armee gehörst. Richtig geil. Geht dir auf die Verteidigung, rennt zurück, wo die Alte auf die Mauer schießt und schießt auf die Mauer. Richtig geil, richtig, also lustig war das, richtig geil. So, Festig, mein Freund, du machst hier eine Player platt, du rasier.
Arsch, du rasierst. Ja, so wie gesagt, heute, gestern hatte ich nicht so, gestern hatte ich ein bisschen Stress. Das wird heute abgefeiert. Abgefeiert! Wir werden heute 3 Liter Wodka saufen, bis der Arzt kommt, bis der Arzt kommt. Kennt ihr diesen Wodka mit diesen, diese, Dings, Alter, mit dieser Öffnung und dann macht man das dann so voll richtig fett. Da wird heute erstmal gesoffen. Also ich trinke nicht viel, vielleicht 1-2 Gläser. Aber meine Freunde wollen heute abgehen ein bisschen. Ja, da will ich die dann ein bisschen begleiten, ein bisschen Party machen. Wir. So, er hat hier noch einen Sprung. Er hat noch einen Sprung und setzt den Magier. Ja, das ist der erste Kamwort. Der zweite ist, haben wir gestern sofort gestartet, ist leider ein bisschen kacke geworden, weil wir hatten noch Besuch und ich habe zu dem Besuch gesagt, also wir hatten gestern 10 Leute zu Besuch. Ich sagte zu denen immer, dass sie um 7 Uhr weggehen sollen, weil wir dann natürlich Clanwar-Suche machen wollen und unter uns ein bisschen schnacken, ohne dass wir dann zensieren müssen oder uns zurückhalten müssen. Ja, da waren dann leider 1-2 Leute dabei, die nicht gegangen sind und die sind dann im Krieg mit, also die machen dann im Krieg mit und wir haben meinen Gegner, Vietnamesen, die haben alle alles auf Max, alle 15, und nee, 20 Spieler sind auf Max und wir haben leider 2-3, die nicht so gut sind, aber naja, was soll's, wir gucken uns das mal an, wie die sich gegen uns schlagen, ob die was drauf haben, also drauf haben die bestimmt was, die haben über 200 Siege, naja, egal, wir werden unser Bestes versuchen und in 2-3 Tagen kommt das nächste Video, da werde ich euch Fights von uns zeigen und Farm-Videos. Ich guck mal kurz, sind meine Truppen bereit, da können wir vielleicht einmal hier suchen. Und die Suche ist leider auch richtig, richtig kacke geworden, richtig Banane. Also ich finde leider nicht mehr viel, ich muss sehr, sehr, ich fordere mal an. Was habe ich hier eigentlich noch drin? Nein, was mache ich? Ach so, 115.000 Gold habe ich noch ein bisschen über. Die kann ich gleich noch sammeln wir einfach. Zack. Okay, uns fehlen dann jetzt noch, wie viel fehlen uns dann noch? 856.000. So, das werde ich jetzt im Video leider nicht schaffen, so viel Loot zu besorgen, aber ich werde gleich ein bisschen noch weiter farmen und dann werde ich den Magierturm wird dann gerallt. Ich warte nicht mehr, scheißegal, ich suche mal schnell ein Opfer und dann, ja, dann werdet ihr sehen, ob ich es schaffe. Nein, ich habe gesetzt. Verdammte Axt. Egal. Das ist so scheiße, mit MacBook zu kämpfen, alte Schäden. Ich will es nochmal probieren. Also, Pukis sind mir nicht, also sind mir egal. Also hat das nicht so viel jetzt verursacht. Nicht drücken, mein Freund. Nicht drücken. Außer du bist gut. Wir suchen mal. Wir suchen einen Gegner. Wir suchen ihn einfach mal. Nein. 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 Jungs, packt euer Rathaus rein, weil wenn ihr richtig fett Resis habt und die euer Rathaus snipen, dann verliert ihr viel Dunkles und auch Elixier und Gold. Also das sind fast 70.000. Also 70 Dunkles, also 70 Elixier, 70 Gold und natürlich Dunkles, 300-400, also 400. Und stellt euch mal vor, euch greift einer an, also euch greifen 10 Leute an, das habe ich in 20 Minuten gestern gehabt, dann seid ihr alle riesig los. Also packt eure Rathäuser rein. Wie gesagt, das Update ist sehr, sehr sexy. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Für einen Rathaus 10er. Also ich war ja Rathaus 10 Max. Jetzt habe ich den auf 11 gestartet und das ist richtig sexy. Nur dieses Schutzsystem und dieser Dorfschutz und Dorfmacker und du darfst nochmal und hier hast du nochmal Schild, du musst Pause machen, Alter, den ralle ich nicht und ich hoffe, das werdet ihr ändern. Ich habe euch geschrieben, ich weiß genau, dass euch ganz, ganz viele andere auch geschrieben haben und ich hoffe, dass ihr diesen hässlichen Dorfschutz wegmacht. Ihr macht ihn einfach weg, dann sind wir wieder glücklich, dann sind wir glücklich.
Und ich werde mein Grandvorden werde ich in die Klinik schicken. Ich werde ihn in die Klinik schicken. Er darf nicht mehr so geiern. Er darf nicht mehr. Er ist sogar hier in der Nähe von meiner Königin. Verdammte Axt nochmal. Verdammt nochmal. Grand Warden, du Casino. Casino? Casanova. Playboy. Playboy 51. Jungs, ich finde nichts. Ich finde keine. Und das geht die ganze Zeit so. Und ich weiß genau, Jungs, bei euch ist das genauso wie bei mir. Farmen ist scheiße geworden. Richtig hässlich. Was ist passiert? Absturz. Jungs, ich verabschiede mich von euch. Ich mache jetzt mit dem Video mache ich jetzt Schluss und ich werde versuchen, die 8,5 zu farmen, um den nächsten Magierturm auf Max zu machen. Max! Und bis das nächste Mal und nochmal ein schönes Wochenende. Tschüss!